Hier sind vier Synonyme für kaputt. Sag nicht immer nur kaputt, kaputt. Es gibt noch einige viel, viel bessere Wörter, viel, viel passendere Wörter. Das erste Wort ist defekt. Defekt ist ein formelles Wort. Du kannst zum Beispiel sagen, der Fernseher ist leider defekt. Besonders wenn du eine E-Mail schreibst, eine Beschwerde schreibst oder wenn du eine Reklamation schreibst. Der Fernseher ist defekt, der E-Book-Reader ist defekt. Leider ist der Aufzug wieder defekt. Ist wie kaputt, aber einfach formeller. Das zweite ist hinüber. Das heißt, etwas ist schon, ja, sehr, sehr defekt. Du kannst sagen, der Fernseher ist hinüber. Das bedeutet ungefähr, man kann ihn vielleicht gar nicht reparieren. Ramponiert. Ramponiert ist wie hinüber, klingt nur noch stärker. Der Fernseher ist ramponiert. Das heißt, du hast vielleicht den Fernseher komplett kaputt gemacht, komplett zerstört. Ja, und da sind wir auch schon beim vierten Wort. Das vierte Wort ist zerstört. Der Fernseher ist leider zerstört. Das bedeutet, man kann ihn nicht mehr reparieren. Er ist völlig unbrauchbar. Das sind die vier Synonyme. Du hast defekt, der Fernseher ist defekt, der Fernseher ist hinüber, der Fernseher ist ramponiert und der Fernseher ist zerstört. Schreib jetzt mal in die Kommentare einen Satz mit einem neuen Synonym, was du jetzt gelernt hast. Und wenn ich nicht ramponiert bin, dann werde ich dich korrigieren. Bis dann. Ciao, ciao.